Links, rechts, links, rechts. Bei Dating-Apps wie Tinder und Co. sucht man sich potenzielle Partner rein nach dem Aussehen. Bei der neuen Partner-App Candidate ist dagegen Humor und Schlagfertigkeit gefragt. Ob und wie die etwas andere Kennenlern-App funktioniert, haben wir ausprobiert. Angemeldet hat man sich innerhalb von Sekunden. Name, Alter, Geschlecht, mehr verlangt der österreichische Online-Dating-Dienst nicht. Von Fotos allerdings noch keine Spur. Candidate präsentiert mir erstmal Umfragen, die andere User erstellt haben. Der Titel und die Inhalte der Fragen sind jedem Benutzer selbst überlassen. Spricht mich eine an, gilt es, die Fragen möglichst smart zu beantworten. Die beiden Bestplatzierten gehen in eine zweite Fragerunde. Nur das Profil des Gewinners aus dem zweiten Liebesduell wird dem Fragesteller angezeigt. Der entscheidet, ob er dem Favoriten sein Profilbild preisgibt. Erst jetzt darf gechattet werden. Die Bedienung der App ist denkbar simpel. Da die Fragen von den Usern selbst kreiert werden, wird so schnell nicht langweilig. Allerdings fanden wir so manche Umfrage dann doch etwas merkwürdig. Unser Fazit: Für Leute, die mit ihrer Schreibe überzeugen können, bietet sich mit Candidate eine gute Gelegenheit, jemanden kennenzulernen, ohne den ersten Eindruck ausschließlich einem Bild überlassen zu müssen. Ob die App damit unbedingt für mehr Tiefgang sorgt, sei dahingestellt. Was aber stimmt, ich muss mir als User auf jeden Fall mehr Zeit nehmen. Kleiner Wermutstropfen: Im Moment tummeln sich auf der Plattform noch kaum Schweizer User.